20 Jahren hinter Gittern aus da und erzählt seitdem die Stunden zum wiederholten Mal. Er hat wenig gesprochen in dieser Zeit und die Wände voll zu schreiben ist sein einziger Zeitvertreib. Er versuchte zu vergessen, was damals geschah, als für ein paar Sekunden etwas in ihm anders war. Und heut ist er 40 und sieht aus wie ein Greis, den die Sonne vergaß. Sein Gesicht ist fahl und weiß. Und noch 95 Tage, dann ist alles vorbei. Nur noch 95 Tage, dann ist er endlich frei. Die Zeit, ihn zu verstehen. Oh, lass die Tage ganz langsam vergehen. Er hat ausgeträumt, die Zeit war viel zu lang, um zu bestehen. Er schaut nur, wann der Morgen kommt, lässt die Sonne untergehen. An der Wand ein Bild von Mary, die ihn schon längst vergaß. Und der Regen schlägt wie Tränen an das ausbruchssichere Glas. Und noch 95 Tage, dann ist alles vorbei. Nur noch 95 Tage, dann ist er endlich frei. Aber wer von denen draußen hat die Zeit, ihn zu verstehen? Tage ganz langsam vergehen. Damals liebte er das Leben, hatte Freunde und Musik. Er war einer von den vielen, die es zu Millionen gibt. Aber dann in einer Stunde ließ das Glück ihn im Stich. Und warum das so geschah, begreift er bis heute nicht. In den zerbrochenen Spiegel schaut er längst nicht mehr rein. Und die Wassersuppe schmeckt ihm so wie anderen der Wein. Er hat Angst vor jenen Tagen, wo man ihn nach draußen führt. Denn er hat sich hier zum Schluss daran gewöhnt und wohlgefühlt. Und noch 95 Tage, dann ist alles vorbei. Nur noch 95 Tage, dann ist er endlich frei. Aber wer von denen draußen hat die Zeit, ihn zu verstehen? Oh, lass die Tage ganz langsam vergehen. Lass die Tage ganz langsam vergehen.